zuletzt, man wird es gleich sehen, gibt es ja, ein neues Outfit. Blau und blau, das neue Trikot ist da. Anpfiff, jetzt auch die Sonne rausgekommen, also in der Sonne ist es schon recht warm. Ja, wichtig, dass da noch einer hingeht. Trotzdem kommen die Gäste zum ersten Abschluss. Und es gibt die erste Ecke dieser Partie. Ja, und noch einmal nachsetzen. Und Eisele hat ihn. Boah, zweite Minute. Viel Glück. Breiterhaupt, gut verlagert auf Heise, der hat Platz. Und der ist gut. Kann er den nehmen? Ja, warum denn nicht? Starke Aktion. Aber Treffer hätte nicht gezählt, wie ich das sehe, auf Abseits entschieden. Breiterhaupt hat auch Platz. Sehr gute Idee. Auf Rapp. Breiterhaupt jetzt mal aus der Distanz, aber da fehlt dann doch einiges. Breiterhaupt könnte abziehen, probiert es auch. Franz dazwischen. Und das ist kein Anspiel, wie gefordert von Gondorf. Und das gibt die erste starke Bewährungsprobe von Kai Eisele. Robin Scheu war da auf und davon. Will dann einmal vorbeigehen, aber hat ihm vielleicht auch ein bisschen der Saft gefehlt. Schleuse nah, gut, und Wanicek! Diesmal macht es! Besser als der Scheu noch auf der anderen Seite. 1:0, 31. Minute. Von Nebel, Wanicek. Und Tiede. Auch mit Platz. Gute Flanke, Rapp ist da! Super gemacht! Und was ein Einstand für ihn. Gegen Bremen, direkt mit dem Treffer und auch heute im Test danach. Netzte ein. 39. 2:0. Und man sieht, warum es einfach auch wichtig ist, so einen Spielertyp in der Mannschaft zu haben. Das ist ein guter Ball. Und Eisele. Chance lebt aber noch. Und postwendend das 1:2. Zuvor muss man aber auch sagen, richtig guter Schnittstellenpass. Und jetzt wieder eine gute Flanke. Rapp ist da. Wanicek aus der Drehung. Und dann ist es Zellner. Wieder so ein Steckpass. Und auch der funktioniert. Und 2:2. Guter Schmidt probiert's. Und Eisele. Schöner Sonntagsausflug. Kommen wir später natürlich noch mal ein bisschen im Detail zu sprechen. Jetzt Heise, wie löst er die Situation? Mit Schleusener. Abschluss, Schuss! Und drüber. Nebel, Schussposition. Ja! Ja, kann den Gordon in die Mitte bringen. Kann er auch! Und er wird richtig gefährlich. Ist gut! Und Rapp! Ordentlich Power in diesen Kopfball reingelegt. Ja, Steinkötter hätte Platz, wird aber nicht geschickt. Oh, gegen zwei durch! Dann noch der Abschluss. Spieler dürfen Fehler machen, aber sie müssen, wenn sie den Ball verlieren, sofort hinterhergehen und alles daran setzen, ihn sofort wieder zu erobern. Hat das sich dran gehalten? Der Rase. Behic, gute Flanke! Und 3:2. Gut durchgesteckt. Platz für Badmatz. Immer noch Badmatz! Und zur Überraschung der Hintermannschaft legt er nicht quer. Arase schön durchgesteckt. Marino.
Ah, der kommt zu spät auf Batmatz. Hätte er früher rüberlegen müssen. Jakob noch einmal. Marino ist da! Aber es fehlt eine Fußspitze. Und dann auch hier pfeift er überpünktlich ab. Der letzte Test in der Vorbereitung vor dem Saisonstart. Dann kommendes Wochenende gegen Paderborn. Geht's zu Ende. 2:3 heißt es aus unserer Sicht gegen den ersten FC Saarbrücken. Ja, wir ordnen doch mal ganz kurz die drei Drittel ein, bevor wir noch ein bisschen auf das Programm morgen auch zu sprechen kommen. Zunächst mal liegen wir 0-1 zurück, wenn wir ehrlich sind. Danach haben wir klar ein Spiel gefunden, haben einen schnörkellosen Weg nach vorne gesucht und in unsere Stärken reingespielt. Prompt diese Dinge auch umgesetzt und 2-0 geführt. Und dann erwarte ich einfach von den Jungs, die auf dem Platz stehen, von den erfahrenen Spielern, dass es dann mit diesem Pausen oder mit diesem Ergebnis in die Pause geht. Und es geht nicht nur mit einem 2-1 in die Pause, sondern eigentlich ist das Spiel dann wieder pari. Und das ist zu einfach. Und da müssen wir anfangen, uns individuell vor allen Dingen mal primär zu strecken. Wir haben genug Erfahrung, um zu wissen, was notwendig sein wird am kommenden Sonntag. Wir werden den Glauben und alles andere, was notwendig ist, an die Mannschaft weitergeben und in die Mannschaft reingeben. Aber nochmal, wenn das Spiel dann losgeht, dann erwarte ich eine gewisse Haltung, eine gewisse Liebe zum Spiel, zur Defensivarbeit. Und das ist mir heute an der einen oder anderen Stelle zu wenig gewesen. Auch wenn dieser Test vorbei ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das KSC-Wochenende vorüber ist, denn morgen gibt es den Familientag von 10 bis 16 Uhr. Wir haben es schon einmal ganz kurz angerissen während des Spiels. Es gibt eine Menge, was man hier erleben kann. Genauso wünscht man sich es nach 2 Jahren Corona oder 2,5 Jahren Corona, der erste Familientag, also wie gesagt, seit 2019. Ja, definitiv. Vorbeigehen, vorbeikommen lohnt sich.